Alles klar, ich spiele schon. Zufrieden? Super. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben super so. Ich glaube auch. Ein paar tolle Soli. Unglaubliche Soli. Bis in die Zukunft irgendwie, oder? Ja. Wobei, es ist so, überhaupt auch bei den anderen, die Grooves eigentlich sind so Grooves, wo man nicht auf den ersten Blick erkennt, welcher Groove das ist. Also so bewusste Irreführung wiederum um das Spiel mit der Zeit. Deswegen auch der Titel eigentlich True Stories. Da ist ja nichts true dran. Ist ja nichts gar true nicht. Dran. Nämlich, genau, um das gar geht nicht. Genau, um das geht. Aber genau. Dieses Spiel mit dem, wo man, jetzt, okay, so geht das, und dann kommt aber die ganze Band auf den Querstrich rein, sozusagen, quer gebürstet. Ein Favorite Song? Ja, immer schon gehabt. Time is too slow for those who wait. Too swift for those who fear. Too long for those who grieve. Too short for those who rejoice. Time ja. Ist so radikal in eine ganz bestimmte andere Richtung, in eine zeitlose Richtung gedacht. Das ist eigentlich, Zeit ist der ausschlaggebende Grund gewesen von dem Ganzen. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo alles in irgendeinem Hassel, in irgendeinem ganz schnell muss passieren und auch ein bisschen manchmal oberflächlich. Dates aneinandergereiht, jeder so einen Plan, was er alles zu tun hat. Thank you.
genau auf diesem zeitlosen Trip. Ja, ich glaube, da kann man sich auch. Die Platten. Ich glaube sogar, dass man bei der Platten, wo sowieso, wie du sagst, manchmal ein 70er-Jahr-Stempel drauf ist und manchmal ein 2020-Stempel drauf ist, kann man sich das wahrscheinlich in 20 Jahren nochmal anhören. Sehr relativ, die Time. Ja, genau, sehr relativ. Sehr relativ. Naja, Electric Poetry war eigentlich schon ziemlich konsequent. Also ich finde, es war konsequent, aber jetzt ist man halt schon wieder einen Schritt weiter. Auch die Band ist einen ganzen Schritt weiter, gell? Ja, unbedingt. Kann man sagen.